Ein alleinstehendes Haus, seit längerem unbewohnt. Kurt Wallander, in einer Frühseniorenkrise, überlegt es zu kaufen. Sein wichtigstes Kriterium sind die Geräusche, die das Haus umgeben. Ist es eine gute Stille? Beim Durchschreiten des Gartens stolpert Wallander und findet die Hand eines Skeletts. Henning Mankells Bücher tragen Titel wie Der Chinese, Die Rückkehr des Tanzlehrers, Das Auge des Leoparden. Schließlich ging er in die Hocke. Seine Knie knackten. Es bestand kein Zweifel daran, was dort halb begraben vor ihm lag. Es waren nicht die Reste einer alten Harke. Es war auch keine Baumwurzel. Es war eine skelettierte Hand. Stimmt gar nicht. Ich bin einfach empfindlich. Das Buch ist nicht das gruseligste von Mankell. Wie heißt das andere? Vor dem Frost zum Beispiel ist ungleich gruseliger. Aber das eigentlich Inspirierende an Wallander ist seine Technik. Nicht, dass er besonders intelligent wäre oder immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Seine Recherche geht durch den Körper. Meist im Nachhinein merkt er, dass irgendetwas nicht in Ordnung war, obwohl er es währenddessen vielleicht gar nicht gemerkt hat. Wenn für Wallander etwas faul ist, dann sagt es ihm der kleine Finger. Jau! Die Frage ist, sind 125 Seiten für einen Krimi genug? Jedes Ereignis ist handlungsrelevant. So schnell muss es gehen, dass das Buch berechenbar wird. Aber zugleich ist es schade, dass man so schnell durch ist. Mankell schreibt ein Nachwort, in dem er erzählt, wie mit Kurt Wallander alles begann und warum es jetzt zu Ende sein muss. Mankell findet sich darin so geil, dass man das Buch, den wirklich letzten Wallander, schmerzlos aus der Hand legt.